Buonasera a tutti, guten Abend, benvenuti alla rubrica Arte Italia, una rubrica che pone l'attenzione sull'arte italiana nelle sue molteplici modalità di rappresentazione, siano esse mostre, conferenze o come questa sera, la presentazione in formato digitale e a quanto pare il primo battesimo in formato di digitale, una nuova edizione critica bilingue italiano-tedesco delle vite dei pittori, scultori, architetti moderni di Giovan Pietro Bellori, Wallstein Verlag Editore. Vite pubblicate nel 1672. Ospite di questa lezione intervista, digitale chiaramente, è la professoressa Elisabeth Oimarra dell'Università Johann Gutenberg di Magonza. Buonasera, professoressa. Buonasera. L'edizione di Bellori è il risultato di un progetto di ricerca finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fondazione Tedesca per la Ricerca, sotto la direzione di Elisabeth Oimarra, e si compone di 13 biografie di artisti. Die Lebensbeschreibungen der modernen Maler, Bildhauer und Architekten è una pregevole opera a cura tanto della professoressa Elisabeth Oimarra quanto di Tristan Bedingen, direttore della Biblioteca Herziana Istituto Max Planck per la Storia dell'Arte con sede a Roma, e anche della traduttrice che questa sera avremo anche con noi, Ania Brugge. Ogni biografia bilingue contiene un'introduzione dei curatori del rispettivo volume e uno o più saggi scientifici. Quindi un'opera letteraria multidimensionale e complessa che si propone come punto di partenza per la discussione di questioni metodologiche, storiografiche e artistiche degli artisti del XVII secolo. La professoressa Imarra illustrerà in questa serata la collana e due dei libri da lei curati, ovvero sia L'idea del pittore, dello scultore e dell'architetto e Vita di Andrea Sacchi. Insieme a me Michele Santoriello dell'Ufficio Culturale del Consolato Generale di Francoforte modera l'incontro digitale Maria Cristina Belloni, lettrice della Johann Wolfgang Goethe Universität di Francoforte, a cui do la parola per alcune raccomandazioni tecniche per il pubblico. Sì, velocemente soltanto, non voglio rubare tempo alle cose più importanti. Vi ricordo che la nostra presentazione viene registrata perché verrà messa a disposizione a partire dal fine settimana sul canale YouTube ufficiale del Consolato Generale d'Italia a Francoforte, Italian FFM. Quindi chiedo a chi non vuole comparire eventualmente di disattivare la videocamera. Chiedo anche per tutta la durata della relazione introduttiva di spegnere per favore il microfono, anche perché con l'avviso oratore chi parla finisce col comparire spesso in primo piano. Quindi è preferibile appunto spegnere il microfono. Dopo la relazione, naturalmente daremo spazio alle domande del pubblico e quindi siete invitati a intervenire e riaprire il microfono, naturalmente, per poterlo fare. Permettetemi però, prima di passare la parola alla professoressa, una presentazione della nostra ospite relatrice di questa sera. La professoressa Elisabeth Oimarra è ordinario dal 2004 presso l'Istituto di Storia dell'Arte e Musicologia dell'Università di Magonza, dove ha fondato, tra l'altro, un gruppo di ricerca per la traduzione e la ricomposizione delle biografie di Giovan Pietro Belloni, e di cui ha curato e sta curando la pubblicazione che si completerà nel 2024. Nel 2011 è stato anche Visiting Senior Fellow al Center of Advanced Studies in the Visual Art alla National Gallery of Art in Washington, e il suo lavoro si concentra sulla biografia e la storiografia degli artisti, la storia della terminologia estetica,
la comunicazione simbolica, l'arte e la storia della conoscenza e del collezionismo nella prima età moderna. Do ora la parola alla professoressa Elisabeth Oimarra, che terrà la sua presentazione in lingua tedesca, ma il PowerPoint di presentazione è anche in lingua italiana. Le domande successive alla presentazione potranno essere formulate tanto in italiano quanto in tedesco. A lei la parola, professoressa Oimarra. Grazie molto, molte. Vorrei ringraziarla innanzitutto per la gentile introduzione e anche e soprattutto per il suo interesse alla nuova edizione bilingue delle Vite di Bellori e della possibilità di poterla presentare in questo ambito del Consolato Generale Italiano di Francoforte. Mi sento molto onorata, grazie mille. E colgo anche l'occasione di dare un veloce saluto agli amici venuti, anche ai membri del gruppo ricerca Bellori che sono venuti, come anche ai colleghi dell'Università di Mainz. Adesso cambio lingua e continuo in tedesco. Allora, meine Präsentation ist in folgende Abschnitte gegliedert. Zunächst werde ich den Autor der Lebensbeschreibung, Giovan Pietro Bellori, kurz vorstellen, dann auf die Publikation seiner Vite aus dem Jahr 1672 eingehen und schließlich die zweisprachige Edition vorstellen. Am Ende werde ich Ihnen Einblicke in die beiden von mir herausgegebenen Bände der Idee des Malers, Bildhauers und Architekten und der Lebensbeschreibung des Malers Andrea Sacchi geben. Ich komme zu Punkt 1. Wer war Giovan Pietro Bellori? Giovan Pietro Bellori ist sicherlich ein Name, der heute weder in Italien noch in Deutschland besonders bekannt ist. Dies war bis ins 18. und 19. Jahrhundert noch ganz anders, denn Bellori war aufgrund seiner zahlreichen, vornehmlich antiquarischen Schriften, gut bekannt. Bellori war 1613 in einfache Verhältnisse hineingeboren worden. Von seiner leiblichen Familie kennen wir nur den Namen seines Vaters Giacomo und den seiner Mutter Artemisia Giannoni. Artemisia war mit großer Wahrscheinlichkeit Haushälterin bei dem Antiquar Francesco Angeloni gewesen, der dem Nepoten Clemens VIII. Ippolito Aldobrandini als Sekretär diente. Es war Angeloni, der den jungen Bellori adoptierte und ihn schon früh in sein Haus auf dem römischen Pincio aufnahm. Später machte er ihn in seinem Testament zum Alleinerben. Das Haus Angelonis, in dem Bellori Zeit seines Lebens wohnen blieb, befand sich an der Ecke der heutigen Via di Porta Pinciana zur Via degli Artisti. Ich habe Ihnen hier einen Ausschnitt aus dem Romplan mitgebracht, wo Sie als Orientierung die Trinità dei Monti, diese Kirche sehen, die Sie ganz sicher kennen, weil sie oberhalb der spanischen Treppe steht. Und dort oben, ganz in der Nähe, befand sich das Haus Belloris. Hier an der Ecke, also nicht da, wo dieses A ist, sondern hier an der Ecke zwischen der Porta Pinciana und der heutigen Via degli Artisti. Ganz in der Nähe im Übrigen der Bibliotheca Herziana, die eben zwischen der Via Sistina und Via Gregoriana liegt. Dieses Haus muss sehr geräumig gewesen sein, denn hier präsentierte Bellori seine Antikensammlung, auch besaß er eine große Bibliothek. Angeloni setzte alles daran, Bellori eine gründliche Ausbildung zu geben. Er vermittelte ihm das Interesse an der Antike und auch an der Malerei. So nahm Bellori Zeichenunterricht beim berühmten Maler Domenichino, dessen Leben er später ausführlich beschreiben sollte. Auch muss er schon vielen Künstlern im Haus seines Adoptivvaters begegnet sein, denn dessen Interesse an der Kunst seiner Zeit war ebenfalls groß. Bellori war Mitglied in der römischen Künstlerakademie, der Accademia di San Luca, und mit den Malern Nicola Poussin und Carlo Maratta eng befreundet. Von letzterem stammt auch das Porträt, das ich Ihnen hier zeige. Es war eine Freundschaftsgabe und zeigt Bellori über seine Viten gebeugt,
wie er mit einem Finger auf eine Stelle im Text zeigt, so als wolle er seinem Freund gerade etwas erläutern. Dass das tatsächlich das Buch, also die Vite, die Lebensbeschreibung sind, das können Sie hier auf dem Seitenschnitt sehen. Da steht nämlich Levite und so weiter. Das Porträt steht in engem Zusammenhang mit der Lebensbeschreibung seines Freundes Maratha, die er noch zu dessen Lebzeiten schrieb. Bellori hatte verschiedene herausgehobene Ämter inne. Papst Clemens X. Vertraute ihm 1670 das wichtige Amt des Commissionario delle Antichità di Roma, also des antiken Kommissars Roms, an. Über seinen Schreibtisch gingen fortan alle Berichte über Antikenfunde in Rom, und so war er auch zuständig für die Ausfuhrgenehmigungen. 1677 ernannte ihn dann die seit ihrer Abdankung vom schwedischen Thron konvertierte und in Rom lebende Königin Christina von Schweden zu ihrem Bibliothekar und Antiquar. Am Ende seines Lebens war Bellori eine Autorität in Rom und eng vernetzt mit vielen Gelehrten Europas. Dazu zählten unter anderem Philipp Skippen, Jean Mabillon und Gottfried Wilhelm Leibniz. 1696 wurde er unweit seines Hauses in der Kirche der irischen Franziskaner Sant'Isidoro beigesetzt. Obgleich sein Testament und auch das nach seinem Tod erstellte umfangreiche Inventar seines Hauses im römischen Staatsarchiv aufbewahrt werden, wurde sein Nachlass in alle Winde zerstreut. Der Antikenkommissar des preußischen Königs, Lorenz Beger, kaufte seine Antikensammlung, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts im Berliner Stadtschloss ausgestellt war. Einige der Stücke sind heute noch im Ägyptischen Museum in Berlin zu sehen, wie zum Beispiel eine Mumienmaske, ein Herzskarabäus und ein Kopf der Göttin Isis. Dagegen ist nur ein Bruchteil seiner Korrespondenz heute noch vorhanden. Auch sind die Manuskripte der Lebensbeschreibungen nicht mehr erhalten, sodass uns heute leider eine wichtige Quelle fehlt, um den Schreibprozess der Viten nachvollziehen zu können. Mit den Lebensbeschreibungen der Maler, Bildhauer und Architekten hat Bellori nachweislich schon 1645 begonnen. Die erste Vita, an der er arbeitete, war erstaunlicherweise diejenige des Malers Caravaggio, dicht gefolgt von jener Annibale Carracci's. Nach 15 Jahren lagen 1660 die Lebensbeschreibungen von 6 Malern vor, die dann in den folgenden 10 Jahren um weitere 6 Künstler ergänzt wurden. Erst jetzt besann sich Bellori der Architekten und Bildhauer, denn er fügte die Leben der Bildhauer François Duquesnoy und Alessandro Algardi, hier orange hervorgehoben, sowie die eines einzigen Architekten Domenico Fontana in blau hinzu. Dass Bellori 1672 schließlich 12 Viten publizieren konnte, verdankte er seinem Freund, dem Maler und Vorsteher der Französischen Akademie in Rom, Charles Erard. Dieser hatte den Kontakt zu Jean-Baptiste Colbert, dem Finanzminister Ludwigs XIV. Und Vorsteher der Französischen Akademie hergestellt, sodass die Publikation mit französischer Unterstützung finanziert werden konnte. Erst diese Unterstützung ermöglichte es Bellori, seine Lebensbeschreibungen nach 27 Jahren endlich publizieren zu können. Was ist nun das Besondere an Belloris Viten? Bellori's Lebensbeschreibungen stehen ganz deutlich in der Tradition derjenigen von Giorgio Vasari, der bekanntlich 1550 und dann in einer erweiterten Ausgabe 1568 die Viten der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten in Florenz publiziert hatte. Mit diesen Lebensbeschreibungen prägte Vasari nachhaltig diese Gattung, indem er die antiken Modelle der Viten berühmter Männer, wie etwa Plutarchs Vitae Parallele, an die der Künstler anpasste. Da diese keine rühmenswerten Taten vorzuweisen hatten, ging es nunmehr um die Nennung und Wertung der von ihnen geschaffenen Werke. Vasari, der im Unterschied zu Bellori auch Künstlerinnen in seine Sammlung aufnahm, legte erstmals eine umfassende Serie von Lebensbeschreibungen vor, die er in 3 Zeitalter gliederte und damit, angefangen mit dem um 1270 geborenen Maler und Architekten Giotto bis hin zum 1564
64 verstorbenen Michelangelo eine fast 3 Jahrhunderte umfassende Geschichte der Kunst aus Florentiner Perspektive vorlegten. Vasaris Vitten blieben bis ins 18. Jahrhundert hinein vorbildlich, wenngleich sie auch mitunter scharf kritisiert wurden. Auch Bellori hatte dieses Modell im Kopf, als er 1645 an seiner Vita Caravaggio saß. Groß waren daher die Erwartungen seiner Zeitgenossen an ihn, denn bis dahin gab es keine Lebensbeschreibungen römischer Künstler nach Michelangelo, wenn man einmal von der eher chronikartigen Aufeinanderfolge von sehr kurzen Vitten eines Giulio Mancinis oder Giovanni Balliones absieht. Bellori hat in seinem Vorwort an den Leser Stellung zu der an ihn herangetragenen Aufgabe genommen. Wenn er auch Vasari überaus schätzte, so versuchte er doch, einen zeitgemäßen Kontrapunkt zu den Vitten zu setzen. Und ich zitiere jetzt hier aus diesem Vorwort. Diejenigen, die Italienisch besser lesen, können das hier mitlesen. Ich zitiere aus der deutschen Übersetzung. Bellori schreibt, gerade jene, die Giorgio Vasari dafür tadeln, die Florentiner und Toskaner angesammelt und durch übertriebenes Lob erhöht zu haben, verfallen dem gleichen Fehler und führen derer genauso viele auf. Baglioni schrieb die Leben all derer nieder, die in Rom seinerzeit den Pinsel und den Meißel gebrauchten und den Stein in der Architektur setzten. Auf solche Weise verfahren nicht nur Vitenschreiber, sondern auch jene, die über die Sehenswürdigkeiten Roms und anderer Städte berichten, belassen keinen Stein, keine Leinwand unbenannt. So ermüden sie die Neugier der Fremden und mit langen und unnützen Untersuchungen und vermischen die einfachsten Dinge mit den würdigsten. Dagegen setzt Bellori nun andere Maßstäbe und rechtfertigt seine kleine Auswahl von nur 12 Künstlern mit folgenden Worten. Ich zitiere, aus diesem Grunde habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die Leben der modernsten Maler, Bildhauer und Architekten ab der Wiederherstellung der Malerei durch die Hand des Annibale Carracci niederzuschreiben. So schickte ich mich an zu schreiben, und sammelte lediglich Werke und Fakten einiger weniger Künstler. Zitat Ende. Mit seiner Auswahl von nur wenigen modernen Künstlern grenzt er zugleich aber auch mindestens ebenso bedeutende Künstler des 17. Jahrhunderts aus. Besonders eklatant ist das Fehlen einer Vita von Gian Lorenzo Bernini, der als Bildhauer und Architekt bekanntlich die römische Kunst wie kein anderer geprägt hat. Die aufgenommenen Künstler sehen Sie hier noch einmal auf der Folie in der Reihenfolge des Bandes von 1672, die ich aber aus Zeitgründen nicht weiter kommentieren kann. Auffallend ist dabei, dass Bellori mit den Malern Peter Paul Rubens, Antonis van Dyck und Nicolas Poussin und dem Bildhauer François Duquesnoy 4 nicht-italienische Künstler hinzunahm, die zwar in Rom gearbeitet hatten, aber nicht aus Italien stammten. Überhaupt gibt es im Band von 1672 keinen einzigen Künstler, der in Rom geboren worden war. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Vita Belloris ist der besondere Fokus, den der Autor auf die Werke der Künstler legt. So setzt er teilweise sehr ausführliche Bildbeschreibungen ein, mithilfe derer er die Werke selbst sprechen lässt. Dabei benennt er zunächst das Sujet der Darstellung, um in einem weiteren Schritt die ästhetischen Qualitäten mit dem Begriffsinstrumentarium seiner Zeit, wie Umriss, Kolorit, Relief, Licht und Schatten, Anmut, Liebreiz, Natürlichkeit, um nur einige zu nennen, herauszuarbeiten. Auch beschränkt er in seinen Vitten die gattungstypische Erzählung von Anekdoten aus dem Leben auf absolut notwendige Begebenheiten, die er dann aber effektvoll einzusetzen weiß. Schließlich findet sich in jeder Vita eine zusammenfassende Darstellung des Wesens eines jeden Künstlers, seiner Tugenden und Laster und seiner kunsttheoretischen Überzeugungen. Auch beschreibt er, wie und teilweise auch woran ein Künstler verstarb, sowie die Kirche, in der er beerdigt wurde. Die durchgängig hohe
literarische Qualität der Vitenveloris zeigt überdies an, dass ihr Autor nun kein Künstler war, sondern Schriftsteller, dem es darum zu tun war, mit Hilfe der Sprache die Besonderheit eines Werks seinem Leser bzw. seiner Leserin vor Augen zu stellen, das Bild also in Sprache zu übersetzen. Ich habe jetzt hier, um diese Folie noch zu vervollständigen, noch drei weitere Künstler aufgelistet, die in dem Band von 1672, von dem ich eben die ganze Zeit gesprochen habe, noch nicht vorkommen. Es ist offenbar so gewesen, dass Bellori einen zweiten Band geplant hat und es gibt drei Manuskripte von diesen Künstlern, Guido Reni, Andrea Sacchi, Carlo Maratta in Paris und Rouen, die allerdings nicht autograph sind, die aber belegen, dass er an diesen Werken, an diesen Viten gearbeitet hat. Und diese Viten haben wir mit in die Edition aufgenommen. So komme ich jetzt zur zweisprachigen Edition der Viten Belloris im Wagenbach Verlag bzw. zum Projekt, zum Forschungsprojekt, das dieser Edition vorausgegangen ist. Ausschlaggebend für die Idee, Belloris Lebensbeschreibungen erstmals ins Deutsche zu übersetzen und neu zu kommentieren, war die von Alessandro Nova herausgegebene, ab 2004 im Wagenbach Verlag erschienene Edition Giorgio Vasaris. Die handlichen Bände machten die Lebensbeschreibungen attraktiv und hatten den Staub der Jahrhunderte scheinbar mit Leichtigkeit abgeschüttelt. Ich habe hier so ein Arbeitsexemplar hier, damit Sie das nochmal sehen. Die kennen Sie sicher alle. Wenn Vasari auf diese so zeitgemäße Weise neu ediert werden konnte, so dachte ich damals, wie viel einfacher würde es sein, die 15 Viten Belloris ebenso wie seine Idea-Vorrede neu herauszugeben, um so auch die einflussreichen Viten der barocken Künstler von Caravaggio bis Poussin neu zugänglich zu machen und mit frischem Blick zu interpretieren. Tatsächlich fanden sich rasch Kolleginnen und Kollegen, die bereit waren, an der Edition mitzuarbeiten, allesamt Spezialistinnen und Spezialisten für die entsprechenden Künstler. Es formierte sich also eine Gruppe eingeschworener Belloriani, die dem Projekt über die Jahre hinweg treu geblieben und von denen heute einige heute Abend auch anwesend sind. Also ich sehe hier Fiona Healy und Henry Kieser und Frau Deckersson müsste auch da sein und auch Ulrike Tanner aus Berlin. Der Gruppe gehörten von Anbeginn an Marieke von Bernsdorf, Costanza Caraffa, Fiona Healy, Henry Kiesor, Sabrina Letz, Frank Martin, Valeska von Rosen, Ulrike Tano und Gabriele Wimberg an. Schmerzhaft traf uns der Verlust von Frank Martin, der am 30. Juni 2014 nach kurzer Krankheit verstarb. Im Laufe der Zeit gesellten sich weitere Mitarbeiterinnen hinzu. Regina Deckers, die sich dankenswerterweise bereit erklärte, die hinterlassenen Manuskripte Frank Martins zu überarbeiten und zu vervollständigen, um die beiden Bildhauerviten publizieren zu können, sowie Isabel Franconi, Claudia Mara und Irina Schmiedel. Entscheidend für das Gelingen war die Finanzierung des Projekts durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in den Jahren 2008 bis 2012. So war es möglich, eine Mitarbeiterin einzustellen, die nach und nach zu einem der Eckpfeiler des Projektes und zur Mitherausgeberin der Edition wurde. Die Wahl fiel auf Anja Brug, deren Aufgabe es war, einen Großteil der Viten zu übersetzen und dort, wo die einzelnen Autorinnen und Autoren dies selbst machen konnten, diese zu überarbeiten und soweit sinnvoll auch anzugleichen. Die Finanzierung der DFG ermöglichte uns zudem die für die Forschungsarbeit so wichtigen regelmäßigen Treffen, bei denen wir uns intensiv mit dem Originaltext beschäftigt haben und uns über Probleme der Übersetzung austauschten. Über den Text haben wir uns dann vor allem auch Belloris Begrifflichkeit erarbeitet, um schließlich auch seine kunsttheoretischen Positionen zu diskutieren. 2013 lag ein Großteil der Übersetzungen, Kommentare und Essays in einer ersten Fassung vor, doch schien eine Publikation noch in weiter Ferne.
Von unserer Vorstellung, die Viten in zwei Bänden zu publizieren, mussten wir uns sehr bald auch aufgrund der asymmetrischen Arbeitsgeschwindigkeit der Autoren, aber auch wegen des zunächst unterschätzten Aufwandes für Lektorat und Redaktion verabschieden. Zudem erschien eine Publikation in mehreren Bänden weit attraktiver. Doch erst die Finanzierungszusage des neuen Direktors der Bibliotheca Herziana, Max-Planck-Institut in Rom, Tristan Weddigen, brachte den Durchbruch und machte es möglich, hier konkrete Schritte einzuleiten. Mit dem Wallstein-Verlag konnten wir einen überaus kompetenten Partner für dieses Editionsprojekt gewinnen, sodass es möglich wurde, seit 2018 jährlich zwei Bände in dieser schönen zweisprachigen Edition herauszubringen. Nunmehr, und hier wird es jetzt etwas bunter, nunmehr sind sechs Bände der Bellori-Edition des Wallstein Verlag bereits publiziert. Zwei weitere werden noch in diesem Jahr erscheinen. Neben dem von mir bearbeiteten Band der Idee des Malers, des Bildhauers und des Architekten, die Bellori als Akademierede 1664 konzipiert und schließlich seiner Publikation der Viten 1672 vorangestellt hat, liegen die Bände der Caravaggio Vita von Valeska von Rosen, die in einem Doppelband 2019 erschienenen Bildhauer Viten des François Duquesnoy und Alessandro Algardi von Regina Deckers und Frank Martin, das Leben des einzigen Architekten Domenico Fontana von Costanza Carafa und Claudia Mara vor, sowie der Doppelband zu Peter Paul Rubens und Antonis van Dyck von Fiona Healy und der von mir herausgegebene Band über den Maler Andrea Sacchi. In diesem Jahr sollen die Bände mit den Viten Giovanni Lanfrancos, der mir obliegt, und die von Marieke von Bernsdorf herausgegebene Lebensbeschreibung Domenikinus erscheinen. Sie sehen das hier, glaube ich, ganz einfach. Die letzten beiden Bände sind eben noch nicht erschienen, aber schon angekündigt. Für die folgenden zwei Jahre stehen dann noch die Bände über Federico Barocci von Ulrike Tarno, Nicolas Poussin von Henrik Kiesor, Carlo Maratta von Sabrina Letz, Guido Reni von Gabriele Wimbe und Annibale und Agostino Carracci von Henrik Kiesor stehen noch aus. Geplanter Abschluss des Projekts ist das Frühjahr 2024. Dann sollen die gesamten 13 Bände vorliegen, die allerdings insgesamt 15 bieten und die Vorrede enthalten werden. Alle Bände bieten neben der Übertragung des italienischen Textes ins Deutsche man kann eben den italienischen Text, ich zeige Ihnen das hier mal, Sie haben dann den italienischen Text auf der linken Seite und auf der rechten dann den deutschen. Und der Neukommentierung der Viten bieten Sie eine Neukommentierung der Viten wie auch einen Essay. Seit der von Evelina Borrea kommentierten italienischen Ausgabe aus dem Jahre 1976 gab es keine grundlegende Aktualisierung der Viten Belloris mehr, auch nicht in der englischen Übersetzung von Helmut und Alice Wohl aus dem Jahre 2005. Für uns war stets von besonderer Bedeutung, die Lektüre der Viten nicht nur auf den neuesten Stand zu bringen, sondern ihr Verständnis durch die Kommentierung zu erleichtern, um somit auch ein allgemein interessiertes Publikum erreichen zu können. Wichtig war uns zudem, die grundlegenden italienischen Begriffe auch im deutschen Text in Klammern hervorzuheben und unter anderem diese Begriffe wie auch kunsttheoretische Aussagen im Kommentar und im Essay zu diskutieren. In einem erläuternden Essay wird die jeweilige Lebensbeschreibung ausführlich interpretiert. Im Zuge unserer Vertiefung in das italienische Original trat der Unterschied zwischen einem Textverständnis, das vornehmlich nach dem faktischen Quellenwert der Viten fragt, und einer umfassenden, auch an vermeintlichen Nebensächlichkeiten interessierten integralen Übertragung immer deutlicher hervor,
und eröffnete an vielen Stellen einen neuen Zugang. Unsere Auseinandersetzung mit dem Original möchte ich hier kurz am Beispiel des ersten Satzes der Idea-Vorrede veranschaulichen, die als einziger Teil der Viten bereits zweimal ins Deutsche übersetzt wurde, einmal im 18. und im frühen 20. Jahrhundert. Dort heißt es: Quel sommo et eterno intelletto, autore della natura nel fabricare l'opere sue maravigliose. Obgleich Bellori mit der Umschreibung sommo et eterno intelletto, autore della natura, Gott meint, benutzt er jedoch die Vokabel Dio kein einziges Mal. Dementsprechend vermeidet er es auch einige Sätze weiter und spricht stattdessen konsequent zum Verb fabricare vom primo fabbro, vom ersten Schmied. Kurt Gerstenberg entschied sich in seiner Übersetzung von 1939 dennoch für folgende Übertragung: Als jener höchste und ewige Geist, der Schöpfer der Natur bei der Erschaffung seiner bewundernswürdigen Werke. Wir hielten es stattdessen für gegeben, sehr textnah zu bleiben und zu übersetzen: Jener höchste und ewige Intellekt, Urheber der Natur, im Herstellen seiner bewundernswürdigen Werke. Unser Anliegen war dabei, der tätig herstellenden Dimension des Schöpfungsaktes, wie sie Bellori in seinen Worten zum Ausdruck bringt, gerecht zu werden. Nicht zuletzt ruft er damit die Vorstellung von Gott als Künstler auf und qualifiziert den Künstler zugleich zum Alter Deus. Der vollständige Titel des hier angerissenen programmatischen Textes lautet, jetzt habe ich es, glaube ich, schon dreimal vorgelesen, die Idee des Malers, des Bildhauers und des Architekten. Er wurde dem Band von 1672, wie bereits gesagt, als Vorrede hinzugefügt und geht auf einen 1664 gehaltenen Vortrag an der Römischen Künstlerakademie der Accademia di San Luca zurück. Hierin propagiert Bellori eine ideengeleitete Nachahmung. Diese soll von der Naturbeobachtung ausgehen, jedoch nicht dabei stehen bleiben, sondern die Idee der Natur selbst reflektieren. Bellori wendet sich damit zugleich in einer teils polemisch zugespitzten Sprache gegen diejenigen künstlerischen Tendenzen seiner Zeit, die seiner Meinung nach allein auf das Modell schwörten und damit ohne jegliche Idee die Mängel der Figuren kopierten. Es geht also weniger um die Idee vom Künstler als um die Idee, die für die Herstellung eines Kunstwerks leitend sein soll und die auf die Verwirklichung der Idee der Schönheit im Werk zielt. Nach dieser Maßgabe soll der Künstler die schönsten Teile der Natur auswählen und sie neu zusammensetzen. Letztlich läuft diese Vorrede, in der die antike Skulptur zum Vorbild erklärt wird, darauf hinaus, den Künstler zu vermitteln, dass Kunst eine Schöpfung und nicht die Kopie der sichtbaren Welt sei. Im Hinblick auf Belloris Festhalten an den Ideen des Neoplatonismus, auf denen seine Vorstellung der Idee zurückgeht, erscheint er hier als konservativer Kritiker, der den kaum noch zu kontrollierenden Kunstbetrieb seiner Zeit eine theoretische Richtschnur zu geben versucht. Dies hat ihm den Ruf eines Klassizisten eingebracht, der sich gegen progressive Kräfte, gegen die von ihm so benannten Naturalisti, wendete. Diese versuchten hingegen, auf die sich im Wandel begriffene Naturvorstellung zu reagieren und adaptierten eine sich in den Naturwissenschaften bereits etablierte Naturbeobachtung. Dieses ist ein kleiner Einblick in diesen Text, der von den Viten Belloris in Deutschland auf alle Fälle am meisten rezipiert wurde und der in der Übersetzung erstmals auch ganz integral übersetzt wurde. Ich möchte jetzt aber zum Schluss noch einen kleinen Einblick in die Vita Andrea Sacchis geben, um sie jetzt nicht mit theoretischen Vorstellungen dieses nicht ganz einfachen Textes heute Abend zu langweilen. An der Vita Andrea Sacchis
Dem Lehrer seines engen Freundes Carlo Maratta lässt sich abschließend in aller Kürze zeigen, dass es Bellori bei aller Bewunderung, die er für seine Künstler hegte, nicht um eine Heroengeschichtsschreibung ging. Vielmehr schätzte er das einzelne Talent, das Ingenium und fragte danach, ob es der Künstler in seinem Leben zur Entfaltung gebracht oder aber vergeudet hatte. Im Fall von Andrea Sacchi lässt sich sagen, dass dieser Maler zunächst sehr erfolgreich war und von den bedeutenden Männern seiner Zeit, zunächst vom kunstsinnigen Kardinal Francesco Maria del Monte und nach dessen Tod, dann vom Kardinalnepoten Antonio Barberini dem Jüngeren gefördert wurde, was von Bellori als Anerkennung seines Talentes gewertet wird. Doch im Laufe der Jahre ließ Sacchis Produktivität stetig nach und er zögerte die Vollendung seiner Aufträge immer mehr hinaus. Diesen Umstand erklärt nun Bellori folgendermaßen, ich zitiere, es lässt sich doch nicht leugnen, dass er sich im Laufe der Jahre vom Wohlstand und Bequemlichkeit ablenken ließ und nach längerer Zeit und in der Reife des Alters waren es die Unpässlichkeit und die Bitterkeit der Gicht, die ihn im Bett festhielten. Insofern beklagte er vergeblich, kein einziges großes Werk geschaffen zu haben, um ein seines Namens würdiges Andenken von sich zu hinterlassen. Dieser Passus, der auch als Mahnung an andere Künstler verstanden werden kann, schmälerte aber nicht Belloris Bewunderung seiner Werke. Zum Schluss möchte ich Ihnen daher noch eine Kostprobe von Belloris Bildbeschreibungen geben. Es ist ein Ausschnitt der Beschreibung, die er dem Gemälde Die Vision des heiligen Romuald widmet. Dieses Gemälde hatte Sacchi 1631 für die neue Kirche der Camaldulenser im Vicolo del Piombo in Rom gemalt. Seit dem 19. Jahrhundert befindet es sich in den Vatikanischen Museen. Es zeigt den Gründer des Ordens, den heiligen Romuald, wie er seinen Mitbrüdern seine Vision vom Aufstieg einiger Ordensmitglieder in den Himmel erläutert. Hier also Belloris Beschreibung. Da Andrea seine Bilderzählung mit sämtlich weiß und mit gleichförmigen Gewändern bekleideten Figuren ohne jegliche Abwechslung der Stoffe und der Akte wiederzugeben hatte, nahm er als Notlösung jenen Baum mit einem hängenden Ast und mit einer Fülle an Blättern oberhalb des dunklen, von Efeu umgebenen wilden Stamms, während von oben zur Schaffung von Harmonie der Schatten und der Lichter mit einzigartiger Kunstfertigkeit einige Sonnenstrahlen eindringen. Die Darstellungsweise der Stoffe kann in der Ausbreitung jener Ordensgewänder, die in verschiedenen Ärmelzipfeln und in der Weite der Kokulle gleichsam zerfließen, nicht besser gelingen. Auch erscheint es als hoch angesehenes und neues Ereignis, dass in jenem durchgehenden Weiß eine Temperiertheit geschaffen wurde, die jener, die anderen Farben Kraft ihrer Mannigfaltigkeit dem Blick darbieten können, in nichts nachsteht und dies nicht allein aufgrund der Kraft des Helldunkels, sondern auch wegen einer gewissen Vielfalt, der eine fast unmerkliche Ahnung von Gelb zuträglich ist, die das durchgehende Weiß der Kutten mildert und vom Gebrauch herrührt. So, und mit dieser Beschreibung möchte ich diesen Überblick über diese Edition Bellori und über einige Punkte und einige wenige Einblicke in einzelne Bände beenden und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie a tutti della vostra attenzione. Benissimo, ringraziamo moltissimo la professoressa Oimarra. Come vedete, adesso vi facciamo anche vedere una sorpresa. Le chiediamo, professoressa, per favore, se può togliere la condivisione dello schermo. Perfetto, così riusciamo a fare vedere al pubblico questa veramente. Noi
li abbiamo avuti in mano, ci manca ancora Andrea Sacchi, ma abbiamo visto la bellezza di queste, eccolo qui. Ecco, così ci sono entrambi. Ci siamo entrambi, sono veramente dei gioielli, sono dei gioielli anche nell'apparato iconografico interno, sono acquistabili chiaramente, sono bilingui, da Wallstein Verlag si trovano nella home page e si possono acquisire direttamente. Abbiamo questa sera anche la traduttrice Anja Brug, che saluto, e alla quale la collega Maria Cristina Belloni porrà una domanda. Infatti, buonasera, siamo molto felici di avere anche lei, che appunto si è occupata non soltanto delle traduzioni, ma è stata anche una delle curatrici dell'opera. E le volevo porre una domanda proprio in merito a un tema che la professoressa Oimarra ha già accennato, cioè non si tratta qui di tradurre semplicemente un testo, si tratta di esprimere dei concetti molto particolari che vanno appunto espressi in una lingua diversa da quella con cui sono formulati. Quali sono state le maggiori difficoltà, quali sono stati i maggiori ostacoli che ha incontrato e come li avete risolti? Ok, allora buonasera a tutti, anche a tutti i colleghi che sono presenti con noi stasera, che tanti di loro purtroppo non vedo. E, insomma, grazie Elisabeth per la bella presentazione e grazie di poter partecipare stasera. Innanzitutto voglio dire che non sono l'unica traduttrice, questo per me è molto importante, perché questo quando Elisabeth ha messo in vita questo progetto, allora all'inizio era piuttosto pensato di avere da una parte esperti dei diversi artisti, che d'altra parte poi sono stati anche invitati a tradurre la traduzione della propria vita. Alcuni poi però non sapevano l'italiano, oppure erano italiani che cercavano una persona che potesse tradurre in tedesco, e così è nata un po' la situazione che poi alla fine ho avuto sempre un po' di più di traduzioni da fare. All'inizio ero più da una parte traduttrice e dall'altra parte responsabile della traduzione, questo solo per far capire un po' il progetto. Il fatto che abbiamo scelto sempre la strada di avere diverse traduzioni portava, diciamo, anche dei problemi, perché chiaramente ognuno poi trova la sua visione, come vede una traduzione. Però bisogna dire che all'inizio cercavamo sempre più o meno, come ha detto anche già Elisabeth Oimarra, volevamo cercare di tradurlo più vicino al testo possibile. Cioè, che non possiamo tradurre un testo del 600 in una lingua tedesca del 600, questo è chiaro e ovvio. Allora abbiamo cercato di trovare il nostro modo, diciamo una lingua contemporanea, però non troppo moderna. Per cui allora abbiamo cercato di evitare innanzitutto modernismi, sempre usando dizionari per capire se era possibile usare certe espressioni o no. A causa però di questo fatto che eravamo in tanti alla fin fine di traduttori, allora era una delle cose, diciamo, più belli, più importanti per tutti, di trovarci e proprio parlare su questi concetti che lei adesso ha fatto la domanda, sulle quali lei adesso ha fatto la domanda. Per cui i nostri incontri erano sempre
tanto dedicato a parlare dei concetti, della terminologia, di concetti estetiche, per capire, per esempio, se c'era una diversità, come li usava anche in certe vite, oppure se in alcune vite usava solo precisi termini che in altri per esempio non usava. E, abbiamo cercato praticamente di capire le connotazioni semantiche che ognuno di queste terminologie in sé portava. E, non so se riesco a farmi capire. No, assolutamente sì, infatti, perché credo che sia insomma la cosa veramente più difficile, coordinando poi un team ancora più difficile, insomma, quella di riuscire. Però bisogna anche dire che era una cosa, secondo me, anche molto, molto bella di tutto, perché innanzitutto eravamo un collettivo tra di noi, perché ognuno cercava anche di leggere magari per un periodo la vita dell'altro. Poi io ero sempre in mezzo a vedere come fa questa persona, come fa l'altra persona. Mi sono fatta un database dei diversi traduzioni, dei diversi terminologie per capire come si può organizzare proprio queste categorie estetiche. E questo però secondo me è proprio una cosa, un vantaggio anche di tutto il progetto, perché siccome ognuno o tanti di noi hanno letto i testi molto vicino, allora sono venuti fuori delle conoscenze che sono molto importanti per la ricerca, perché nella lettura vicina si capisce tante cose che sinceramente magari leggendoli solo essendo italiano magari può sfuggire anche ogni tanto qualcosa. Adesso questo penso che sia una cosa molto molto buona della nostra edizione, soprattutto perché nel momento in cui abbiamo il testo italiano vicino a quello tedesco, abbiamo sempre scelto per le diverse vite, anche diciamo individuale, in un modo individuale, di mettere i termini che erano interessanti per noi come concetti estetici oppure termini della teoria d'arte, di metterli tra parentesi e lasciarli così nell'originale, nei parentesi, per far capire le diverse connotazioni semantiche. Questo era una delle cose molto importanti alla quale già dall'inizio tenevamo molto di farlo. Ecco, questo un po' per la nessuna. Grazie mille, perché sicuramente è un aspetto molto interessante. Credo che veramente il confronto che un traduttore ha con un testo di questo tipo permetta di andare molto a fondo dell'analisi del testo, molto più di quanto capita chi lo legge semplicemente, perché è richiesta la comprensione veramente profonda di quello che l'autore intende dire. Bene, noi ringraziamo moltissimo Ania Bruga, che veramente ci ha dato uno spaccato di questa profondità e di questo multistrato della traduzione. Riprenderei il colloquio con la professoressa Oimarra con una domanda e poi una mia e una della collega, e poi apriamo al pubblico la possibilità di farle delle domande. Lei può rispondere tanto in italiano quanto in tedesco, come meglio preferisce. Io le farei questa domanda. Nel proprio discorso, Bellori sostiene che l'arte sia in grado di perfezionare l'opera della natura attraverso l'idea. Un concetto di matrice, potremmo dire, neoplatonica. Può spiegarci cosa intende il Bellori con il termine idea? In che senso l'idea e il riferimento agli antichi possono offrire, come lei scrive, una Orientierung in eine Zeit des Wandels,
un orientamento in un'epoca di cambiamenti? Sì, cercherò di parlare in italiano, di rispondere in italiano. Cioè, come ho detto, questo testo sull'idea è abbastanza complesso, anche se bisogna dire che Bellori non è il primo e nemmeno l'unico ad usarlo, perché c'è una grande tradizione di usare questo, questo termine idea. Anche nella letteratura, soprattutto nella letteratura artistica, si dice, si chiama lì più l'idea del bello, si trova da Alberti, da Leonardo e poi anche da Bellori. E c'è anche un testo che per lui era molto importante di Junius, che aveva scritto sull'arte degli antichi, e lì si trovano questi concetti anche. Cioè è una particolarità anche dell'autore Bellori, che comunque, come molti altri autori del suo tempo, prendeva molto e metteva molto insieme, molti concetti insieme. Allora, la sua domanda era come l'idea, come si può comprendere quest'idea, no? Cioè, si dice che, cioè, in un certo senso, l'idea del si riferisce al mondo delle idee, e nel senso platonico, e Bellori cita anche questa filosofia. E a seconda del neoplatonismo, queste idee si ritrovano anche al mondo e vanno collegate tra micro e macrocosmo. Questo è un po' l'ambito del pensiero di Bellori, solo che lui non è interessato alla sola idea, ma dice che questa idea va confrontata alla natura, no? Cioè, cioè lui si deve osservare la natura per poi arrivare all'idea. Cioè è un processo di scelta, di riflessione, così. E io ho cercato di mettere contestualizzare questo testo, vedendo notizie sull'Accademia di San Luca a Roma, e lettere degli artisti in cui si può apprendere che la situazione a Roma non era facile, perché era una città, per citare, una città aperta in un certo senso, c'erano molti artisti stranieri, c'era soprattutto un mercato d'arte molto, molto per loro molto molto grande, e artisti producevano, secondo Bellori, per questo mercato e non pensavano troppo alla teoria d'arte. Per cui credo che questo testo fu letto all'Accademia di San Luca, che questo testo cercava di dare orientamento a questi pittori, soprattutto ai giovani pittori, anche di capire che fare l'arte è una cosa seria e comprende anche concetti teorici. Bene, professoressa, grazie, perché ci ha dato anche uno spaccato della Roma del 600, una città ricchissima di presenze artistiche. Infatti do la parola alla collega e le farà proprio una domanda su questo. Sì, mi collego direttamente a quello che ha detto lei, appunto. Bellori proponeva una teoria storico, da un certo punto di vista artistica anche, quindi l'arte, appunto, come che parte dall'imitazio, ma per avvicinarsi poi all'idea e ricostruire questo bello ideale. Però lei dice a un certo punto che
Natura e verità sono praticamente i criteri della critica artistica che Bellori si pone. Mm-hmm. Ci può spiegare? Sì. non... Mi rendo conto che è un tema difficile. Sì, lui usa anche il termine verità, sì. Perché lui credeva a questa verità dell'arte, cioè, c'è poco da dire. Ed è interessante perché, come ho detto, non è l'unico e non è un concetto con cui lui è venuto fuori senza tradizione. Cioè, lui cerca si basa molto sulla tradizione della teoria artistica e la collega con la filosofia, diciamo così. E allora lui sostiene che in questo modo si arriva alla verità, cioè alla verità nel senso che tutti questi collegamenti all'idea, al fabbro, al dio fabbro che ha fatto il mondo, così l'artista deve fare lo stesso. Però, come ho cercato di accennare, nel suo tempo, nel suo periodo, era un concetto sicuramente vivo, ma c'erano anche altri concetti d'arte in giro. E per cui sì, lui cerca di proporre ancora questo. Bene, io aprirei la parola e darei la parola al pubblico. Chi vuole intervenire deve attivare il proprio microfono, corretto? Sì. E sentiamo se abbiamo delle domande dal pubblico. Non siamo all'università, quindi non c'è nessun obbligo. Io e la collega possiamo anche formulare delle nuove domande, visto che la professoressa Rimarra è così disponibile, e anzi ci faremo anche dire delle cose interessanti sulla Roma di quel periodo. Allora, se nessuno ha domande... Allora mi permetto di farne un'altra. Forse c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Lucia Sancassano vuole fare una domanda? Se posso, sì, grazie proprio. Assolutamente, prego. Grazie infinite di questa bellissima conferenza, mi è piaciuto moltissimo anche quanto la traduttrice e non solo ha detto, proprio mi sembra un'impresa veramente complessa e molto molto articolata. La mia domanda è una sostanzialmente, è una curiosità che parte dalla considerazione del fatto che manchi Bernini, è proprio solo una curiosità. Per quale ragione in questo contesto manca Bernini? Così è proprio una curiosità. E la seconda domanda, che però è proprio in sordina, è nel contesto di questa filosofia neoplatonica sostanzialmente, da quanto abbiamo capito, ci sono anche elementi che rimandano a una estetica aristotelica? Grazie infinite, scusate la lunga domanda, grazie. Grazie mille per queste sue domande su Bernini. È difficile dire qualcosa, cioè di spiegare perché lui non ha scritto una vita di Bernini. Una spiegazione facile sarebbe quella. Normalmente Bellori, come anche altri scrittori di vite, scriveva vite solo di artisti già morti, perché è un modo di commemorare un artista e la struttura delle sue vite prevedeva sempre anche la morte di un artista.
E Bernini viveva fino al 1680, allora molto oltre al 1672, per cui sicuramente in questi primi anni non ha pensato di scrivere una vita di Bernini. Ma poi, quando lui era antiquario della regina Cristina di Svezia, sicuramente aveva da fare con Bernini e Cristina di Svezia, questo artista Bernini era molto un intimo di lei. E la vita, cioè la vita di Bernini, scrive poi un fiorentino, Ballinucci, e la commissione di scrivere la vita di Bernini gli viene data nel 1678. Questo è interessante perché uno si chiede, ma forse Bellori ha proposto forse Ballinucci di scrivere la vita di Bernini, chissà, non si sa. Un'altra opinione su questa mancanza è che Bernini, che Bellori non poteva, cioè non gli piaceva Bernini, perché Bernini era una persona molto di potere, però bisogna dire che lo nomina anche nelle sue vite, cioè almeno nella vita di Maratta lo nomina più volte, e Bernini era anche una persona di potere all'Accademia di San Luca, per cui è difficile dire che l'ha fatto perché non lo poteva sostenere o qualcosa del genere. E poi c'è anche la teoria che Bellori voleva scrivere la vita di Bernini, però non l'ha scritta, oppure non conosciamo il manoscritto. Può darsi anche questo, è un'opinione di Tommaso Montanari, che ha cercato di provare che c'era una vita che lui voleva scrivere, la vita di Bernini. In ogni caso è una cosa strana, bisogna però dire che gli artisti che lui sceglieva, Bellori, erano artisti, come diceva lui stesso, che partono dalla riforma della pittura attorno al 1600 di Caravaggio, di Annibale Carracci, poi i discepoli di Annibale Carracci, poi gli artisti stranieri, e questi erano molto un suo giro anche di amici, per cui non credo che c'è un grande sistema, cioè, dietro a questa scelta, che era sicuramente anche una scelta molto personale, e anche una scelta fatta per il fatto di chi poteva avere notizie e di chi no. Cioè, lui scrive all'inizio che o conosceva gli artisti su cui scriveva, oppure le informazioni prendeva da chi l'hanno conosciuti. E la sua seconda domanda era sulla filosofia neoplatonica, no? Mi può ripetere un attimino? Mi scusi, no, semplicemente chiedevo se ci fossero degli elementi di Bellori che rimandino anche alla estetica di Aristotele, in particolare questo rapporto natura-verità di cui parlava prima. Grazie, mi scuso per la lunga. Grazie. No, è difficile dire, cioè. Ci sono dei passi, dei brani in cui sì, c'è un po' di Aristotele, però non lo nomina, e non è così
così, come si può dire, non è così ovvio, ma bisogna prendere in considerazione che di Aristotele aveva scritto anche sulla poetica e questo conosceva Bellori e penso che alcuni brani della poetica, se non l'ha presi, l'ha comunque commentato, cioè o messo in alcuni testi, anche nelle vite, cioè non è molto ovvio, ecco, però non direi nemmeno che non c'è. Se non ci sono domande, forse posso dire ancora qualcosa? No, volevo solo, cioè mi fa piacere che questa idea il Bellori filosofo è così interessante, ma penso che veramente le vite sono molto più interessanti della sua filosofia, fra parentesi, perché lì ci sono non solo le opere e le informazioni sugli artisti, ma anche molte osservazioni umane, che veramente è molto interessante e soprattutto si scopre meglio Bellori come letterato. Agnapuca ha detto delle difficoltà del lavoro del gruppo sulle traduzioni, ma bisogna anche dire che abbiamo scoperto tante cose poco filosofiche, ma interessantissime, come osservazioni sulla vita, sull'arte, che le vite sono piene di queste cose. Volevo dire, lei ha anticipato la mia domanda, quindi in questo senso, facendo così, ha reso ancora molto più vivace questa presentazione delle vite. Volevo ricordare al pubblico, e anche grazie a lei al suggerimento che lei ci ha dato, che una terza vita la presenteremo a settembre, ovvero sia per il 450° anniversario della nascita di Caravaggio, presenteremo appunto Giovan Pietro Bellori, Vita di Michelangelo Merigi da Caravaggio, con la sua collega Valeska von Rosen, che ne ha fatto la curatela. E questo però la dice anche lunga su quanto bellissima, interessante e plurale sia questa edizione critica. Vuole dirci qualcosa per chiudere la serata? Posso fare io una domandina finale proprio di tutte le vite, le 15 vite che pubblicherete? Qual è quella che l'ha colpita maggiormente? È rimasta più impressa per qualche motivo, appunto perché c'è tutto questo, anche questo valore aggiunto che lei citava prima, della vivacità delle descrizioni, della... le osservazioni che Bellori fa. Qual è la vita secondo lei? Ora ci sono qui presenti alcuni autori e proprio così, oso di dire. No, ma per dire, cioè, ma posso dire dei miei volumi, mi ha colpito molto questa vita su Andrea Sacchi, perché ci ho messo abbastanza tempo per capire quello che penso che sia proprio il nucleo di quella vita, ed è quello che, cioè il discorso sui colori e sul colorito che Bellori fa in questa vita. E questo mi ha colpito perché appunto leggendo l'idea uno pensa che... e così l'idea è spesso stato recepito, pensa che Bellori sia un classicista interessato solo al disegno, solo alla forma, non al colore, ma in generale credo che abbiamo tutti scoperti che non è vero questo, cioè, perché il colore per lui era almeno
aveva la stessa importanza del disegno. E questo è molto importante perché Pelori viene anche visto come un, come un padre del classicismo, se si vuole, e con classicismo prende più, cioè ha più l'idea di appunto del, non del colore, cioè di, del bianco e nero, così. Ma lui veramente fa di tutto per farci capire i colori, e anche quel brano che ho letto io era sul colore bianco, no? Cioè su un solo colore a cui attribuisce tutti i valori dei colori più vivi. E questo è molto interessante teoricamente, spero molto che questa edizione venga anche recepita in questo modo, di riscoprire Bellori colorista, in un certo senso, perché nella, cioè lo dico per questo, dico perché nella letteratura di storia dell'arte molto spesso viene messo su una contrapposizione tra disegno e colore, come magari nel 500 veniva discusso così, ma nel 600 è molto diverso. E poi quello, forse posso aggiungere, quello che è anche molto interessante è che Bellori, come autore barocco, lui ha il suo ideale è la pittura, per cui anche la scultura è misura alla pittura. Cioè, questo è molto interessante. Bene, professoressa, noi la ringraziamo molto veramente per questa non solo interessante, ma anche su molti piani presentazione di questa edizione critica, che io rimostro perché veramente vale la pena di essere non solo sfogliata, ma anche e soprattutto di essere letta, e anche per il prezioso grande lavoro di traduzione che in esso è stato fatto. Veramente complimenti. Ringrazio anche gli autori che si sono collegati degli altri volumi a questa serata. Noi ci auguriamo veramente che questa rubrica che abbiamo iniziato Arte Italia ci permetta, attraverso la disponibilità di professori come lei, che in maniera eccellente questa sera ci ha accompagnato anche in lingua italiana alla scoperta di un autore non conosciuto neppure molto in Italia, bisogna dirlo assolutamente, no? Le Vite del Vasari sono conosciutissime, quelle di Giovan Pietro Bellori molto meno, se non per coloro i quali sono degli studiosi o degli amanti della storia dell'arte. Io la ringrazio moltissimo, spero di rincontrarla quanto prima dal vivo, in presenza, e ringrazio il pubblico tutto e auguro una buona serata alla prossima nostro evento digitale su qui in Sala Europa. Buona serata. Arrivederci, arrivederci a tutti. Grazie. Grazie a voi e grazie alla possibilità di presentare questa edizione qui in questo ambito. Grazie mille.